Was ist Remote Viewing? Mit Remote Viewing, zu Deutsch Fernwahrnehmung, wird eine standardisierte Methode der außersinnlichen Wahrnehmung bezeichnet. Dabei wird davon ausgegangen, dass alle Informationen des physischen wie nicht physischen Universums in einem Informationsfeld enthalten sind. Dies kann als kollektives Unterbewusstsein, morphisches Feld, Weltseele oder auch Matrix verstanden werden. Um mittels Remote Viewing hieraus Eindrücke zu generieren, welche nicht den räumlichen und zeitlichen Beschränkungen der fünf herkömmlichen Sinne eines Menschen unterliegen, wird zunächst ein Ziel, das Target, definiert und mit einer zufälligen Nummer versehen. Nur diese Nummer wird dem Remote Viewer genannt. Nun greift der Viewer mittels kontrolliertem Einsatz seines Unterbewusstseins auf das Informationsfeld zu, um nacheinander spezifische Einzelinformationen bezüglich des ihm unbekannten Ziels zu erlangen. Entwickelt wurde diese Technik Anfang der 70er Jahre vom Stanford Research Institute in Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes, welcher hierin ein neues Spionagewerkzeug sah. Ziel dabei war es, durch Erforschung natürlicher Medien wie Ingo Swann deren intuitive Vorgehensweise zu verstehen, um diese Fähigkeiten in eine für jeden Menschen erlernbare Methode zu übertragen. Hieraus resultierte die ursprüngliche Form des Remote Viewing Protokolls, woraus das Coordinate Remote Viewing und weitere Varianten entwickelt wurden. Während des Protokollablaufs werden die beiden menschlichen Gehirnhälften mit ihren jeweiligen Aufgabenbereichen in ein kontrolliertes Wechselspiel gebracht, um möglichst viele richtige Informationen bezüglich des Targets in schriftlicher und in gezeichneter Form festzuhalten. Remote Viewing unterscheidet sich dabei maßgeblich von anderen außersinnlichen Wahrnehmungsmethoden wie Wahrsagen, Hellsehen oder Channeling. Es kann dank seines Aufbaus von jedem durchgeführt werden. Die Eindrücke lassen sich mit den anderen Sitzungen der Viewer verbinden. Ergebnisse können von anderen überprüft werden. Eine Remote Viewing Sitzung kann alleine, also als Solo-Session oder im Team durchgeführt werden. Bei zwei Teilnehmern übernimmt einer die Rolle des Viewers, er generiert also die Eindrücke, während der andere, der Monitor, ihn beobachtet und durch den Ablauf des Protokolls führt.